Mädchen mehr Platz im öffentlichen Raum zu bieten, darum geht es bei der heutigen Grätzl-Oase, die wir besuchen. Also spielen wir mit Ihnen jetzt ein bisschen Ping-Pong. Bereit? The project's name is Ping Pong, and it's about bringing girls together and empowering them to make them reclaim the public space. Mädels, wie seid ihr zu Ping Pong gekommen? Also das sind wir nicht, sondern das war Frau Siminowski und unsere Sally und unsere Deruba. Und wir haben sie einfach unterstützt, was wir konnten, und es war wirklich schön. Ja, die Jungs im öffentlichen Raum, das geht viel schneller, dass sie sich diese Räume unter den Nagel reißen. Die Mädels bräuchten da eher einen geschützteren Rahmen oder zumindest mehr Unterstützung, sich den Raum anzueignen. Sie sind total eifersüchtig, sie haben unser Plakat niedergeschrieben. Okay, alle Jungs sind eifersüchtig. Die Mädchen können nicht so gut Tischtennis, und wegen das haben wir gemacht, dass wir Tischtennis machen. Ja. Und hast du das Gefühl, du kannst jetzt besser Tischtennis? Nein, gleich. Wir hatten 10 Workshops miteinander, ungefähr 3 Stunden, und haben die Tischtennisplatte zusammengebaut und entwickelt, uns Regeln ausgedacht. Es hat alles ziemlich viel Spaß gemacht und war nicht nur aufs Spielen bezogen, sondern auch an die Gruppensituation an sich. Jo, herrlich. Alle verrückt. Alle verrückt. Alle verrückt. Alle verrückt. Okay. Wow. Haben wir gewonnen? Ja. Es gibt keine Regeln, oder? Beide haben gewonnen. Unsere Interviews haben eben ergeben, dass gerade im öffentlichen Raum an der Tischtennisplatte sich die verschiedenen Nationen mischen und miteinander interagieren müssen. Die Grätzl-Oase hat sich dann mit uns getroffen und unser Projekt durchgesprochen und die Kosten durchgesprochen und uns eben in diesem Prozess unterstützt. Und es ging alles ziemlich schnell und war super nett. Danke. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Ideen finden statt. Tschüssi, Baba. Jetzt winken wir noch in die Kamera. Ciao.